Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lufia 2 Wrath of the Sinistrals. Wieso bin ich hier runtergegangen? Wir waren hier stehen geblieben. Müssen jetzt weiter uns durch den Berg hier kämpfen. Und kriegen ein neues. Cool. Kapselmonster. Radini. Oh mein Gott, das ist ziemlich OP sogar, das Kapselmonster. Was habe ich denn noch nicht für einen Namen vergeben? Habe ich Haru? Ich glaube, Haru habe ich noch nicht vergeben. Dann wird das unser schönes kleines Haru. Oder haben wir Haru schon irgendwie vergeben? Weiter. Xaver, Blood, Kuru, Haru und Drake. Okay. Ich glaube, dann kämpfen wir auch mal ein bisschen mit Haru. Einfach nur so, weil er ziemlich cool ist. Und dann müssen wir uns jetzt weiter, wow, durchkämpfen. Gut, ja, das Rätsel, ey. Das war so abgefuckt. Da brauchen wir einen Schlüssel, ne, genau. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal durch die andere Tür. Einmal hier und dort. Nice. Ja, da wartet eine fette Pflanze auf uns. Aber die ist kein Ding für uns, denke ich. Die kriegen wir locker hin. Ja, der Part wird nur eine Viertelstunde, da ich nicht so viel Zeit habe. Ja. Hahaha, ha, ha. Doki. Nicht sterben. Okay. Sela muss uns auf jeden Fall gleich heilen. Ich habe keinen Bock hier zu krepieren. Oh, der macht aber ganz gut Schaden eigentlich, ne? Machen wir mal einen normalen Angriff. Digga, Guy macht auch einen normalen Angriff und Selan bitte einmal stärker. Wäre auf jeden Fall schön vom Vorteil. Nicht, dass wir hier noch weg krepieren. Ja. Manu, unser kleines Radieschen ist besiegt worden. Ist ja mal voll nicht cool. Wir machen mal einen Donnerschlag. Normalen Angriff und mach mal stark auf Selan. Mikrofon richten. So. Und Selan ist ein Level aufgestiegen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Dann machen wir uns hier mal den Weg frei. So. Und gucken mal, was es hier so gibt. Genau, hier müssen wir... Ah, genau, das war der Scheiß, wo ich sonst immer falsch gelaufen bin. Wo ich immer einen weiter runtergesprungen bin, obwohl wir eigentlich halt... Ja, wie ihr gesehen habt, einmal nach links laufen müssen und dann einen weiter runterspringen mussten. Ah, wir haben hier keine ZP-Attacke für Sela mit ihrem... mit ihrer Waffe. Ist ein bisschen doof. Oh, ich hätte Sela heilen sollen. Verdammt. Okay. Ich will diesen Berg hier auf jeden Fall in dem Part eigentlich durchkriegen. Sollte ich auch eigentlich schaffen. Nur ja, ich habe, wie gesagt, heute nur eine Viertelstunde. Deswegen, beziehungsweise ich nehme heute nur eine Viertelstunde auf. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das schaffen werde. Radieschen, nein, schon wieder. Warum muss immer das Radieschen dran glauben? Mensch. 100 Damage ist in Ordnung. 137 und besiegt, nice. Okay, ich will nicht gegen all diese Viecher hier kämpfen. Was ist da hinten? Nichts, okay. Hier können wir durch, genau. Habe ich gerade schon gesehen. Gehen wir erstmal hier oben lang. Gucken, was hier oben ist. So, ja, sorry, kurze Unterbrechung. Okay, Moment. Kommen wir hier erstmal so an die Truhe? Nein, natürlich nicht. Kommen wir überhaupt? Ja, wir kommen hier zur Treppe. Obwohl doch, wir müssen auf dem Rückweg, kommen wir hier eh dran vorbei. Dann können wir auf dem Rückweg das mitnehmen. Okay. Moment, das ist hier hinten irgendwo, oder? Hier hinten können wir irgendwo nochmal runterfallen, glaube ich. Würde ich jetzt mal so meinen. Ja, da. Und wir landen perfekt in einem Gegner. Okay, das spule ich jetzt aber vor. Das wird mir sonst zu viel, Leute. Das wird mir sonst echt... Das wird zu viel sonst. Selan, genau.
Ich will diese Truhe ja schließlich haben. Okay, weiter, weiter. Einen Zaubertrank bekommen, okay, die besiegen wir auch nochmal. Den Tengu oder die Tengu oder das Tengu, was auch immer es ist. Ein Feuerschwert, okay, mal sehen, für wen das gut sein könnte. Feuerschwert, Doki, für Doki, auch für Selan. Ich glaube, für Selan ist das am besten, ja, komm, Selan. Damit die mal eine ZP hat, ich glaube nämlich, der hat, oder dürfte eigentlich eine ZP haben. Schlüssel gefunden, genau, nice. Okay, dann müssen wir jetzt, okay, wir hätten die Sachen vorher holen sollen. Okay. Egal. Das war schönes Damage, Selan, Alter. Ja, okay, Pflanzen sind halt gegen Feuer recht gut. Okay, fuck. Radini-Tritt. Schöne Sache. Machen wir mal. Obwohl wir heilen Selan mit Doki. Heiltrank, genau. Und geil, machen nochmal einen Angriff. Komm. Danke. Stark. Zack, zack und zack. Och Mensch, Leute. Ich glaube, hier könnte man ganz gut trainieren eigentlich, weil... Ja, einfach raus und wieder reingehen oder Ursprungszauber einsetzen und hier gegen die Dinger fighten. Könnte man machen. Nein. Och, Kackgnome. Radini-Tritt. Ist auf jeden Fall eine ganz gute Attacke für dich. Ja, doch schon ganz gut eigentlich. Gut. Haken rüberziehen, genau. Hier runter. Den Weg zurück. Moment, konnten wir hier nicht... Warte, hier... Konnten wir hier nicht irgendwie noch... Nein, konnten wir nicht. Okay, wir müssen den Weg von da nochmal gehen. Das, wie gesagt, ich spule das schnell vor, damit wir hier nicht so Ewigkeiten verweilen. Mussten wir den Weg gehen? Ja, hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Nein, auch nicht. Okay. Aber wir kommen doch so sicherlich an die Truhe ran, oder? Ja. Lebenssaft, okay. Wie kommen wir jetzt nur an diese Tür dort hinten? Das weiß ich nicht. Hm. Achso, auf jeden Fall. So. Moment, Moment. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Moment, 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 Moment. Kann man von hier? Nee, ne? Doch, von hier, okay. Nice. Kobrastein. Ah, ich glaube mal, ich denke, wir konnten von... Ja, hier drauf können wir die Dings nicht usen, deswegen mussten... Ah, okay. Zauber. Nein. Rüstung. Kobrastein, genau. Was ist das? Trifft alle Gegner, besonders wirksam bei starken Gegnern. Bewegung geht runter. Von 91 auf 71. Angriff steigt halt echt gut, ne? Aber, ja, Doki kriegt den, Doki kriegt den. Gut, jetzt müssen wir nochmal den Weg nach dort gehen. Zu der Treppe. Mann! Okay, Moment, ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Nice. Gut, noch ein weiter höher. Hier lang. Zack, und hier war der Weg nach unten, genau. Und nochmal gegen diese Fuck-Krähenkelche kämpfen. Radini-Tritt. Ist einfach echt stark, ne? Es ist einfach echt stark. Okay. Gut, jetzt können wir wieder normal spielen. Hier hoch oder hier rein. So,
zack und zack, genau. Wir können jetzt auch hier den Weg gehen. Wieder gegen diese Pflanzen kämpfen. Och Mensch, ey, diese Pflanzen sind aber auch anstrengend, ne? Die sind aber auch echt anstrengend. Okay, nice. Zack. Komm, diese Grizzlies bekämpfen wir auch noch. Und ein Troll, okay. Ein Troll ist auch noch dabei. Das ist, nett. Okay, besiegt. Ja, 50.000 Goldmünzen. Heilige Kacke. Das ist doch schon recht krass. Sind wir... Was müssen wir denn hier noch machen, Alter? Wo müssen wir denn hier hin? Oh Mann, verdammt. Ich dachte, ich muss nicht gegen diese Tengus kämpfen. Okay, komm. Das packen wir nice. Okay, besiegt. Zack. Ja, locker. Guy macht einfach ein zu krasses Damage. Oh Mann, nicht schon wieder diese Pflanzen. Die nerven so langsam ein wenig. Hahaha, Doki ist tot. Nein, ich wollte... Oh, ich wollte da nicht flüchten. Shit. Helfer. Doki. Stark. Doki, zack und zack. Okay, jetzt ist es immerhin nur noch einer. Okay, besiegt. Holy shit. Das Problem ist halt, dass die uns zweimal angreifen können. Damn! Ich will nicht gegen Necronomicons kämpfen. Eieiei. Wow, Selan, das war ein schöner Crit, muss ich sagen. Das war echt ein schöner Crit. Euer Ernst? Alter, das war noch ein krasserer Crit. Von Selan vor allem, Leute, müsst ihr mal überlegen. Selan hat diesen Crit verursacht. Aua. Die machen ja doch schon so ein bisschen Damage, ne? Vielleicht hätte ich vorher... Okay, gut, Verstärkung. What? Ho, 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 ho. Machen wir mal so. Höhenwind. Und machen wir mal bitte einen Stärker. Auf alle. Okay, auf Guy nicht, aber... Okay. Der müsste besiegt sein. Genau, schön. Okay. Jetzt auch nicht dein Ernst. Oh, das ist ein... Das war ein schöner Höhenwind. So, Selan, genau, zack. Oh, diese Verstärkung. Warum ruft er denn die ganze Zeit Verstärkung? Muss das sein? Danke. Oh, deswegen wollte ich nicht gegen diese Necronomicons kämpfen. Weil sie echt nervend... nerven. Okay, Spiel speichern. Was müssen... Wir sind hier falsch, Leute. Wir müssen hier noch nicht hin. Okay, dafür haben wir schon mal alles gemacht, was wir machen konnten. Ja. Zu Shias Labor bitte einmal. Bringt das jetzt was, wenn wir hier mit Dings reden? Das war rechts als erstes. Genau, dann war das links. Dann war das hier. Hast du jetzt Zeit, Lexis? Mann! Okay, Moment. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, fahren wir mal kurz hier runter. Das ist kein Ding. Ist, glaube ich, der schnellere Zurückweg, als nochmal durch die ganzen Treppen zu gehen. Türen zu gehen. Dieser Part hat viel von Vorspulen. Ich hörte, es wäre ein Schiff günstig zu verkaufen. Wollte mit dem Händler reden? Ja? Oh, lol. Deine Ernte. Hallo, ich habe ein paar Kunden mitgebracht. Hoppla, wo ist Lexis hingegangen? Er muss im Labor sein. Seid ihr diejenigen, die an dem Schiff interessiert sind? Naja, anschauen kostet er nichts. Das ist es. Es ist fast wie neu und ein richtiges Schnäppchen. Ja, warum will der Besitzer ein fast neues Schiff verkaufen? Der Besitzer ist Lexis, Shaya. Der ist vielleicht komisch und er denkt, er sei ein genialer Erfinder. Ja, er findet immer seltsame Sachen und weil das eine Menge kostet, braucht er ständig Geld. Wie konnte er sich dann leisten, dieses Schiff zu kaufen?
Er sagt, er hat einen reichen Typ dazu überredet, eine seiner Erfindungen zu kaufen. Das klingt ziemlich unglaubwürdig. Achso, oh, das hat Selan gesagt, lol. Am besten, wir schauen uns den Typen mal persönlich an. Vielleicht ist er wirklich ein Genie. Lexis ist in der Höhle nördlich von hier, dort sein Labor, redet auf jeden Fall persönlich mit ihm. Machen wir. Aber Leute, das machen wir im nächsten Part. Jetzt können wir mit Lexis reden, dein Ernst? Och Mann. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.